Das nächste Video, das wir schauen, ist von Kaiser, Streamer Bazzi oder Bassi nimmt Casino-Deal an. Ja, endlich Freispiele! Oh mein Gott, Leute, der Triple Gronk Ultra Jackpot. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben einen Stack Dias gewonnen. Oh mein Gott, Leute, und das alles nur dank meinem Lieblingsstreamer Bazzi. Ja, meine Freunde, ihr habt es bestimmt schon mitbekommen, der Twitch-Streamer Bazzi hat einen Casino-Deal angenommen. Das heißt, also Bazzi sagt mir persönlich gar nichts, deswegen keine Ahnung. Er streamt jetzt gerade auf Twitch seine Ultra Triple Gronk Jackpot Dinger, na, und verdient halt heller Cash, aber das ist ja noch nicht alles. Er ist tatsächlich selbst Opfer von Glücksspielsucht und hat jahrelang darunter gelitten. Okay. Heute noch trage ich... Schauen wir mal, was hier noch abgeht. ...immer noch die Konsequenzen von meiner Spielsucht. Und das ist das Schlimmste, was mir je in meinem Leben widerfahren. Es ist dasselbe, okay. Ich bin psychisch krank geworden und ich habe diese psychische Kränke immer noch, Digga. Ich habe immer noch einen Dachschaden von dem, was ich alles in dieser Spielsucht angetan habe. Ich habe mein Leben zerstört. Also jede Sucht an der Stelle, wenn sie ausartet, ist komplett kacke. Alkoholsucht, Spielsucht, alles wirklich richtig schlimm. Und da verstehe ich dann aber jetzt erst recht nicht, warum er dann wohl Casino-Deals macht, wenn er schon scheinbar selber persönliche Probleme gehabt hat, genau weiß, wohin das ausarten kann. Dann ist es ja irgendwie doppelt verwerflich. Wobei, eigentlich kann man sich das halt auch, weiß man halt auch, dass es Spielsucht generell kacke ist. Ich weiß nicht, ob es dann tatsächlich doppelt verwerflich ist, aber auf jeden Fall nicht gut. Zerstört. Ja, richtig räudig. Ich fange kein Casino an. Das geht raus an alle. Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ja, herzlich willkommen zurück bei der besten casinofreien Sendung auf ganz YouTube. Jetzt richtig gehört, heute geht's um Bazzi. Bazzi oder Bazzi? Ich weiß nicht, aber Bazzi klingt lustiger. Ich habe keinen Plan, wie man spricht. Wenn man auf Twitch unterwegs ist, dann kennt man ihn vielleicht sogar. Ja, der Boy hat über 310.000 Follower. Achso, ja, jetzt nicht mehr. Er ist auf jeden Fall bekannt geworden mit GTA RP, also Roleplay Streams. Ah, okay. Ja, da gehst du halt einfach so durch die Gegend und placed eine Role, ne? Ich werde das jetzt wieder aufzeichnen, ja, weil mir ist es einfach viel zu kompliziert. Pass auf. Bazzis Rolle war Marcel Heeris, beziehungsweise Monte, ne? Weil Monte heißt im echten Namen Marcel Heeris und so. Das heißt, er verkörpert quasi in GTA Monte und ist dann so da rumgelaufen und so. Oh mein Gott. Props an der Stelle an meine heftige Beschreibung. Das ist wie bei der einen Line, ne? Weißt du, was so rumgeht? Wie ein Dude, der rumgeht? Auf jeden Fall hat Monte selber irgendwann angefangen mit GTA RP und seine Rolle, also sein Charakter, heißt Olaf Schaf. Die beiden sind sich dann mal zufällig in GTA über den Weg gelaufen und nachdem halt Bazzi Monte verkörpert, war das halt ganz witzig. Oh mein Gott, guck mal, der da ist. Genau! Hey, du Arschloch, verpiss dich! Hey! Die Stimme ist schon legit, Alter. Oh, ey, ey! Ey, geht's noch, oder was? Hör auf. Hast du gerade meinen Kollegen gehauen oder was? So, komm mal her. Das ist Olaf Schaff, die Legende. Ich möchte ihn höchstpersönlich vorstellen. Das ist Olaf Schaff. Das ist Marcel Heeris. Und wer ist hier der Marcel Heeris? Ja, das bin ich, Digga. Das ist der in den Untime-App. Digga, siehst ja wie ein Dulli aus, Junge. Was sind das denn für scheiß Latschen, Digga? Hast du hier am Strand geklaut oder was? Das ist ein Birkenstock von Marcel. Birkenstocks? Digga, lass mal hier um die Ecke gehen, komm. Sind zu viele Zuhörer. Ich hab gehört, du kommst auch aus Buxtehude. Ich komm aus Buxtehude, Digga. Ja, ich bin Olaf Schaf, hast du schon mal von. Wie legit machst du die Stimme nach? Schon funny. Hab ich gehört, ich komme auch aus Buxtehude. Ich hab schon mal von dir gehört, Digga. Pfandflaschen sammeln, oder? Dieses Video ist am 16.09.2021 rausgekommen und hat heute über 1,2 Millionen Klicks. Und wenn man sich jetzt seine Social Blade Statistik anschaut, dann sieht man ganz genau, aha, das war so der Grundschuss für seinen Hype. Na, Grundschuss? Durch die Connection zu Monte ist er dann auch noch in Kontakt mit anderen Streamern gekommen wie Rohat oder Abu Goku. Und dadurch hat er auch sehr schnell sehr viel Hype bekommen, ja? Aber letztes Jahr im Sommer gab es tatsächlich schon den ersten großen Beef der drei Musketiere, ne? Der drei Amigos. Und ich sag's gleich dazu, das ist so ein Durcheinander. Das ist so ein Ding, da bräuchte man jetzt den Richter Alexander Markus, ja? Ich versuch's euch kurz zu erklären. Die drei Amigos spielten einst auf einem Server namens HopeV zusammen GTA. Abu Goku und Rohat wurden beide von HopeV dafür bezahlt, dass sie genau auf diesem Server spielen. Aber das wusste Bazzi nicht. Oha, krass, okay. Ich wusste gar nicht, dass diese Roleplay-Server tatsächlich auch Deals mit den Creatoren haben, dass sie auf den Servern spielen. Es macht schon irgendwo Sinn, aber hätte ich niemals gedacht, dass es halt so Deals dazwischen denen gibt. Bazzi wurde gesagt, dass kein Streamer, gar keiner, also abgesehen jetzt von den beiden, dafür Geld bekommt, dass sie auf HopeV streamen. Aber dem war nicht so. Irgendwann hat Bazzi das dann rausgefunden. Das ist ja auch richtig dumm. Warum ist man da nicht transparent? Ist ja richtig trash. Dass sie dafür Geld bekommen haben und er war halt
angepisst auf seine Amigos. Sie haben laut ihm gegen den heiligen Amigo-Kodex verstoßen. Okay, das habe ich mir nur ausgedacht. Ja, aber die Lage ist ernst. Als wäre das nicht schon genug, wollte der Server-Owner, also der Typ, dem Hope V eben gehört, wollte Batzi anscheinend gar nicht mehr auf dem Server drauf haben. Und Batzi hat sich entschlossen, demnach ein Statement-Video rauszurendern. Hä? Es ist ja echt komplett random. Also es ist wirklich ein Durcheinander, so wie Kaiser gesagt hat. Ich wurde in der letzten Zeit ein bisschen enttäuscht von Leuten. Ich bin auf Hope V anscheinend kein gern gesehener Gast. Ich habe ein paar Anrufe im Hintergrund gehabt. Es stellt sich heraus, dass die Leute von Hope V mich nicht wollten oder sonstiges. Ich wurde belogen, Bruder. Ich wurde belogen von Freunden, die ich Freunde genannt habe, die ich Brüder genannt habe. Was wir in der Zukunft RP-technisch machen, lasst euch überraschen. Ich werde spontan es machen, ich habe nichts geplant. Falls ihr denkt... Ich verstehe es halt echt nicht, warum er da gekickt wurde. Macht halt irgendwie gar keinen Sinn für mich. Ja, Batzi war gef***t. Nein, Batzis Streaming-Kollegen haben sich einfach nach und nach immer mehr von ihm distanziert. Na, haben vielleicht Kontakt abgebrochen, haben vielleicht einfach ein bisschen sich so von ihm abgeschottet und so. Und auch Monte hat gesagt, dass er eigentlich nicht mehr viel mit ihm zu tun haben möchte. Ja, Batzi, ich wünsche dir alles Gute. Da muss doch mehr vorgefallen sein, dann, wenn die alle sich schon distanzieren von ihm und wenn der sogar von dem Server gebannt wird. Also wann wird man von dem Server gebannt? Richtig weird. Für mich, ich habe dich kennengelernt, wir haben uns gut verstanden. RP-technisch war es alles erstmal am Anfang okay. Aber mit der Zeit war es eher nur Kopfschmerzen. Ich habe für mich entschlossen, da ein bisschen Abstand zwischen uns zu bringen. Ich meine, wenn die alle auf dem gleichen Server spielen und alle Geld dafür bekommen, dass sie dort spielen, aber ein Streamer, in dem Fall Batzi, wird halt dort nicht toleriert, dann ist es halt Arsch. Aber ich kann ja jetzt auch gar nicht so viel dazu sagen. Nein, ich kenne auch nicht die ganzen Inside-Infos. Ja, ich glaube, da fehlt auch viel... Also, jetzt gerade wirkt es halt sehr random. Ich glaube, da fehlt auch viel Kontext. Jetzt niemanden verurteilen oder so. Ich habe jetzt all die Infos, die ich verwendet habe, vom Wikipedia für YouTuber. Alte Rutkai-Videos. Und da, meine Freunde, zogen die Tage ins Land. What? Die Länder zogen in die Tage. Und Batzi hat ohne seine Streaming-Kollegen nach und nach immer mehr an Relevanz verloren. Versteh mich nicht falsch, ja, der Typ ist immer noch riesig, ja. Und er verdient einen Haufen Kohle, wahrscheinlich... wesentlich mehr als der Durchschnitt. Aber ganz ehrlich, ja, wenn man keine 100.000 im Monat macht, dann wozu macht man es da, ne? Sag ich immer. Was ich halt mit Relevanz... Die Aussage, belastend, Alter. Was verloren meine ist, dass er seitdem er diese Hype-Phase hatte, seitdem er mit Monte, mit Rohat, mit Abogoku, mit allen anderen gezockt hat, ne, da hat er halt dann einfach kaum noch Follower dazu bekommen. Teilweise ist seine Followerzahl sogar runtergegangen, ne, aber da kommen wir später noch drauf. Der YouTuber Alpha Kevin hat dazu auch ein Video gemacht und deckte auf, dass Batzi innerhalb von 2 Monaten über 25.000 Euro allein an Subs bekommen hat. By the way, bevor jetzt wieder irgendwer kommt, nein, ich mache mich nicht über Sachsen lustig, ich mache mich über ganz Deutschland lustig. Naja, der Boy schwimmt also in Kohle, aber anscheinend halt ohne Schwimmflügel. Weil das Problem ist halt, wenn du komplett surrounded bist von Geld, dann verlierst du wahrscheinlich irgendwann mal so ein bisschen das Feeling dafür. Und genau das ist passiert. Batzi streamt nämlich seit Anfang der Woche Casino. Ja! Du, Batzi, nimmst mir nicht böse, aber ich musste dafür leider ein Minus eintragen. Mal kurz Real Talk, ja? Mir auch. Ja, Batzi war eigentlich immer... Ja, so Casino-Deals, Casino-Werbung. Ich weiß nicht, ob ich es noch sagen soll. Scheinbar wirft es ja gut Cash ab, dass da jeder mitmachen will, aber mich triggert das. Ich kann es höchstens verstehen, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, wenn man da wirklich krass von abhängig ist, weil man sonst seine Miete nicht zahlen kann, weil man sonst sein Essen nicht zahlen kann, dass man quasi, ich möchte es ja nicht so dramatisch sagen, ne, aber seine Seele verkauft, damit man dann halt überleben kann. Aber wenn man es nicht nötig hat, sowas zu machen, wozu halt, wenn du eh schon ein geiles Leben hast, sag ich mal, beziehungsweise wenn du dir ein geiles Leben leisten kannst, sag uns mal so, Geld zu haben, macht ja nicht unbedingt gleich ein geiles Leben, wenn du eh schon dir ein gutes Leben leisten kannst, wofür brauchst du dann noch mehr? Also, verstehe ich einfach nicht. Jemand, der sich gegen Casinos und halt gegen dieses Casino-Streamen vor allem halt ausgesprochen hat, weil er selber glücksspielsüchtig war. Ich fange kein Casino an. Nee, werde ich nicht machen, auf gar keinen Fall. Dann scheiße ich auf das Geld, Digga. Chat, ihr wisst, ich würde das für kein Geld der Welt machen. Nein, für kein Geld der Welt würden wir das machen. Immerhin hast du ja auch keine Panikattacken oder sowas davon bekommen. Was sind das für Panikattacken? So... Du kannst nicht so unter Leuten und so viel, weißt du, was ich meine? Ich war eine Zeit lang richtig am Arsch halt wegen diesen Online-Casinos. Casinos allgemein, weißt du? Ich finde es halt richtig schwierig, dass man dann, wenn man schon weiß, was, also am eigenen Leib erlebt hat, was das für ein Schmutz ist, dass man dann das halt macht. Also, es geht gar nicht in meinen Kopf rein. Sportauto gehabt, den habe ich verkauft, habe das ganze Geld in 3-4 Tagen verzockt und irgendwann konnte ich nicht mehr. Bruder. Du hast in 3 Tagen dein Auto verzockt, ne? Das ist das Schlimmste, was dir je passiert ist.
Freunde, jetzt mit meinem Promocode Panikattacken24. Es ist einfach ein anderes Level an Dreistigkeit als Opfer von Glücksspielsucht, seine eigenen Leute, so die Leute, die dich groß gemacht haben, in die gleiche Richtung zu lenken. Das Real in seinem Namen kann er direkt entfernen und es ist halt wirklich so. Batzi ist jemand, dem schauen tausende Leute zu in jedem einzelnen Stream und immer wieder erzählt er dem, wie schlimm nicht seine Glücksspielsucht war und wie das nicht sein Leben ruiniert hat. Und dann hat er es auch noch geschafft, davon wegzukommen, ne? Und Props dafür, das ist extrem schwer, da bin ich mir sicher. Gerade wenn du halt schon dein Auto und was weiß ich was alles verzockt hast, dann ist er extrem erfolgreich geworden, extrem beliebt geworden und jetzt fetzt er alles in den Mistkübel. Aber auf ganz entspanntes Johannesbärchen. Naja, wie haben die Leute darauf reagiert? Tanzverbot hat das in einem Livestream mitbekommen und hat dann auch gleich das Video halt quasi dazu hochgeladen und ich hab mich angeschissen. Ich hab mich angeschissen. Ratet mal, wer auf das Video reagiert hat. Na ratet! Skurus hat drauf reagiert, ne? Skurus, falls du es siehst. Okay, da wäre ich nicht drauf gekommen. Es ist nicht böse gemeint, aber das war eigentlich ist gar nicht böse. Das war eine sehr unterhaltende Reaction. Ich habe viel gelacht. Wie er immer wieder erwähnt, die krass viel Geld machen und dann wundert er sich, dass Leute glauben, dass er vielleicht neidisch ist. Jetzt gehen die auch noch teuer essen im Restaurant, Alter! Die verdienen so verdammt viel Geld! Ey, ich habe wirklich das Gefühl, das ist einer der geldgeilsten Leute, die es gibt, ne? Ja. Tanzverbot ist einer der geldgeilsten Leute, die es gibt. Weiß ich nicht. Also von außen gesehen, wie er privat drauf ist, keine Ahnung. Aber von außen gesehen, so aus meiner, was ich von ihm gesehen habe, habe ich nicht den Eindruck. Absolut. Tanzverbot ist nämlich geldgeil, weil er sich über Batzi aufregt. So ist es. So, Tanzverbot, das ist eine Ansage an dich, ja? Wenn du jetzt nicht bald anfängst mit Casino-Streamen, dann kann ich dich auch nicht mehr ernst nehmen. Wobei eigentlich, wenn man sein ganzes Geld verzockt, ist schon ein nice Feeling, oder? Das Ding ist, ich bin auch noch spielsüchtig, Bruder. Ja, das Geld geht sofort weg, Mann. Das ist nicht normal, Mann. Aber ich sag dir ehrlich, das Feeling ist geil, Bruder. Wenn man alles verzockt, ist man so ein bisschen beschämt. Ich schäme mich gerade ein bisschen. Aber das Feeling ist schon geil, Bruder. Dass du, weißt du, jeden Tag so Ding. Solche Aussagen. Junge. Alter, das ist... Ich habe das Gefühl, da wird sich irgendwie schönreden. Aber daran gibt es einfach nichts schön zu reden. Und zu sagen, dass das Feeling geil ist, wenn man sich verzockt, ist halt richtig Schmutz. Ich meine, bei ihm weiß ich es nicht. Wahrscheinlich hängt seine Existenz jetzt nicht so krass davon ab. Bei vielen Spielsüchtigen ist es halt so, dass wenn sie es halt verzocken, haben sie kein Geld mehr für die nächste Rechnung, kein Geld mehr fürs Essen, für Miete und so weiter. Oder ist gar nichts geil drin. Und ist auch kein geiles Feeling. Ich gerade ein bisschen, aber... Das Feeling ist schon geil, Bruder, dass du, weißt du? Nee, definitiv nicht. Ein Tag so Ding. Das ist das Schlimmste, was mir je in meinem Leben widerfahren ist. Ich habe mein Leben zerstört. Das Feeling ist geil, Bruder. So cursed, Alter. Junge. Oh. Ich würde behaupten, wenn man sich die Twitch-Karriere von Batzi mal genauer anschaut, dann kann man eigentlich recht gut ablesen, warum er den Deal wirklich angenommen hat. Die ersten 2-3 Jahre hat er immer so, keine Ahnung, ja, Average Views hier, 5, 6, 10 und sowas, dann irgendwann mal so 20, vielleicht sogar 50 und so, da ist schon bergauf gegangen. Dann hat er hier seine absolut geisteskranke Wachstumsphase gehabt, hier einfach 50, 60, 70, 80, 100, 200.000. Der hat hier innerhalb von 3 Monaten, ich hab's nachgeschaut, innerhalb von 3 Monaten über 200.000 Follower bekommen. Imagine, du hast jetzt einen Twitch-Kanal mit so ein paar tausend Followern und dann hast du 200.000 im Mai. Nach dieser Hype-Phase ist aber irgendwann immer langsamer geworden bei ihm und da hat er, ab hier hat er so ein bisschen Follower wieder verloren. Auch die durchschnittlichen Zuschauer sind hier im März 2022 5.000, 6.000, 5.000, irgendwann auf 3.000. Er ist doch trotzdem noch richtig viel, also wirklich. 2.500 und jetzt sind wir so bei 2.000 sind runtergegangen. Und das sind immer noch, das sind extrem viele Leute. Ja. Aber der Typ hat halt seine ganze Karriere lang so getan, als wäre ihm das Geld egal und als würde das hier so zum Spaß machen und bla bla bla. Und wenn einmal die Follower runtergehen, dann kriegt er Panik und schmeißt einfach alles weg. Es ist schon irgendwo schade, dass er so die Hoffnung an seine eigene Karriere so schnell aufgegeben hat. Der Typ ist nicht lang dabei. Wann war das jetzt? Das war vor 1,5 Jahren. Hat er. Ich glaube, das ist das große Problem an der Geschichte, dass wenn man so extrem, einen extremen Push bekommt, einen extremen Hype und innerhalb kürzester Zeit wächst, dann ist es richtig schwierig, sage ich mal, diesen Hype aufrechtzuerhalten oder zumindest daraus das ins Langfristige umzuwandeln. Aber ich glaube, das sind so viele Leute komplett überfordert. Ich wäre wahrscheinlich auch komplett überfordert, wenn von heute auf morgen einfach so 1.000 Leute auf einmal am Start sind. Bruder. Aber dann würde ich trotzdem nicht
in die Richtung gehen und sagen, ich muss jetzt Casino machen oder so. Also wirklich nicht. Seinen Hype. Gerade eben, erst gerade eben. Deswegen finde ich es eigentlich auch besser, wenn man langsam wächst, aber heutzutage durch Social Media, Internet und so weiter ist es halt häufiger schon so, dass man entweder langsam wächst und dann irgendwann sehr lange braucht, bis man halt groß ist, oder man nimmt am besten so einen krassen Hype mit und versucht den dann halt möglichst gut zu verarbeiten. Er ist aufgestiegen, Bruder, und jetzt, ich bin mir sicher, er ist sich dessen bewusst, was er gemacht hat, weil es ist halt schon so, dass das ganze Ding mit dem Casino-Deals annehmen und sowas in der Community schon länger rumgeht. Wie ein Dude, der rumgeht. Aber ja, meine Freunde, lasst mich auf jeden Fall wissen, was ihr von Batzi haltet. Seid ihr enttäuscht oder seid ihr extrem erfreut darüber, dass er das gemacht hat? Lasst mir auch gerne ein Like da, meine Freunde, lasst mir gerne ein Abo da. Für die Leute, die es noch nicht gemacht haben. Sehr gutes Video von Kaiser. Lasst ihm gerne einen kostenlosen Sub auf YouTube da. Lasst mir gerne auch einen kostenlosen Sub auf YouTube da und einen kostenlosen Follow auf Twitch. Wäre sehr ehre.